Willkommen zurück zu Dynasty Warriors. Seid ihr bereit für den Musumodus mit Zimmer hier? Ich bin es und ich freue mich wahnsinnig drauf. Weil das war quasi der Anfang, dass die Entwickler sich wirklich auch ein bisschen auf die zukünftige Geschichte fokussiert hatten. Also ein bisschen auch auf den Zimmer-Clan. Das ist schon echt interessant. Fängt auch an bei der Schlacht von Chibi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also relativ mittig bei den ganzen Schlachten. Und endet mit was ganz Besonderem. Seid mal gespannt, ich möchte da nichts vorwegnehmen für die, die es nicht kennen. Ja, mit Cao Cao das Ganze zu machen, wäre vielleicht auch ganz cool gewesen. Aber ich denke, wir machen das mal mit immer hier die anderen oder fast alle anderen Way-Charaktere, werde ich euch sowieso noch dann zeigen. Im freien Modus. Gut, die Legende von Zimmerji. Seine gefährlichste Waffe ist sein Einfallsreichtum. Cao Cao erkannte sein Potenzial und ernannte ihn zu seinen Strategen. Um die Menschen für sich zu gewinnen, setzte er auch abgebrühte Taktiken ein. Ja, der Meisterstratege von Wei, mit anderen Worten. Guojia war auch richtig gut, aber Zimmerji war quasi der Nachfolger, da war Guojia schon RIP. Er weilte nicht mehr unter den Lebenden, wo Zimmerji dann tätig war. Gut. Natürlich auch auf Meister. At the end of the second century, the world was drawing towards a time of war, as the Han Dynasty, which had ruled for centuries, lost its influence. Among the great generals, one above all shined with a powerful brilliance. His name was Cao Cao, and he would come to be known as a hero of chaos. After unifying the north of China, Cao Cao decided to proceed south to face Wu, who had extended its influence into the land of Jiangdong. Swept up in that momentum, the hermit Sima Yi became fascinated by Cao Cao's genius and agreed to serve under him. Jo. Ist das die Szene, wo sie sich kennengelernt haben? This is such a terrible bother. Someone's going to seize the mandate of heaven. This chaos must come to an end soon. And yet, Cao Cao, a man capable of bringing Yuan Shao to his knees. Surely he can see that the Imperial Han has no future left at all. Master Sima, watch what you say. Show respect. I am not here with you by my own will. Ignoring such small complaints would be courteous. What a terrible bother this has turned out to be. Das war auf jeden Fall nicht die Szene, wo sie sich kennengelernt haben. Hätte ich gern gesehen, aber gut. Fängt halt mitten im Getümmel an, nicht? Direkt bei Chibi, ist ganz interessant. Ja, Zimmerji hat in Dynasty Warriors 6 leider nicht mehr seinen geilen schwarzen Fächer, aber den hat er heutzutage auch nicht mehr. Heutzutage hat er die Waffe von, wie hieß er denn jetzt nochmal? Mensch, wie hieß der denn jetzt nochmal? Yoshitsugu Otani, genau, von Samurai Warriors. Im Hals, was weiß ich, so ein... was ist das? Ein Pferdeschwanz... Pinsel oder was? Ich hab keine Ahnung, was es ist, Mann. Irgendwie... ganz merkwürdige Waffe hat der da. Auf jeden Fall... Yoshitsugu Otani hat genau so eine Waffe. Ich vermisse wirklich diesen alten Fächer. Nur Zhuge Liang hat halt den Fächer behalten. Ja, und hier hat er eben halt solche Krallen. Die sind eigentlich noch unpassender als die Waffe von Yoshitsugu Otani. Aber ich find's okay. Ich meine, diese Krallen hat er sich quasi von seiner Frau ausgeliehen. Zhang Chunhua hatte diese Waffen ja auch in Dynasty Warriors 8. Insofern hat er sich die vielleicht echt vor ihr geliehen, wer weiß. Schauen wir uns doch jetzt mal an, welche Waffe wir letzten Endes nehmen. Diese Waffe sieht gut aus, weil sie Lebensstehlen hat, hat aber kein Element. Das sieht gut aus. Blitzangriff, Lebensstehlen und mystische Siegel. Das ist mir scheißegal, ob es die erste Waffe ist. Das sieht mega hammergeil aus. Von den Fähigkeiten jedenfalls. Vom Aussehen nicht. Vom Aussehen finde ich sogar... ja. Na, wobei... vom Aussehen finde ich diese sogar am besten. Diese schwarze mit diesen langen Giftkrallen. Ja. Ja, schon. Egal. Wir leveln unser weißes Pferd wieder ein bisschen.
Und dann schauen wir uns kurz seine Skills an. Er hat die Siegeaura, das erhöht natürlich die Chance auf Überfällen. Konnte er sehr, sehr früh schon bekommen. Was ja auch quasi eine Strategie ist und er ist dabei zu steuern, deswegen passt das. Dann hat er Eisresistenz, neutralisiert Eisangriffe. Das ist mega, mega geil, weil ihr wisst ja, wie overpowered das Eiselement ist. Befehlsgewalt. Er erhöht Kampfgeist eigener Verbündeter. Überlebenswille, Bewegungstempo erhöht, wenn er kurz vor Sterben ist. Er hat den Steinschlag und der Schaden wird auch bei ihm erhöht. Sogar bis ins Extreme wird es erhöht. Dank dieser Fähigkeit. Ja, nach 300 Kills gibt es auch wieder einen Steinschlag für uns. Und ja, Gegenstände halten länger auf ihm. Und das Tempo der Gegner wird verringert, wenn er einen Steinschlag macht, was gut ist, weil die dann nicht direkt wieder vor den Steinen abhauen können. Das ist ganz geil. Bewegungstempo ist bei ihm leicht erhöht. Ja, und das war es schon. So viele Skills hat er jetzt eigentlich gar nicht mal. Das Einzige, was ich jetzt so im Kopf behalten habe, ist halt die Eisresistenz, was ein bisschen schneller ist und halt, dass halt, ja, die Gegner ein bisschen verlangsamt, wenn er seine Steine macht. Naja. Wird wohl reichen. Ja, Zaozo darf natürlich nicht sterben, denn er ist ja unser Boss und so Quan muss besiegt werden. Wo ist Ziel 1? Nimm innerhalb von 5 Minuten West-Wachposten ein. Ach, das ist dieser. Ah, das ist dieser Wachposten, wo man hinschwimmen muss, wo man wirklich nicht anders hinkommen kann. Man muss da wirklich hinschwimmen. Die habe ich nie eingenommen. Wir haben die Schlacht von Chibi schon zweimal gemacht. Nicht einmal eine Schuhstory und einmal eine Woo-Story. Es war aber letzten Endes eigentlich die gleiche Schlacht. Jetzt machen wir es halt mal auf der Seite der Way-Armee. Und weiß nicht, vielleicht nehme ich den Scheiß jetzt mal ein. Müssen wir mal sehen. Russi 2 nehmen innerhalb von 10 Minuten Nordfestung und Ostfestung ein. Oh mein Gott, die Ostfestung ist aber verdammt nah am gegnerischen Hauptlager dran. Leben des Spielers fällt nicht unter 70%. Aha. Das ist aber ein bisschen fies. Auf Meister quasi unschaffbar. Mit anderen Worten. Mein Gegner war Sun Quan, Zhou Yu, Zhuge Liang, Lu Meng, Lu Su, Cheng Pu, Ding Feng, Su Sheng. Noch wer Interessantes. Ne, nicht wirklich. Wo ist Huo Gai? Kann ich den Feuerangriff nicht verhindern? Normalerweise könnte ich ja Zhuge Liang besiegen, aber der ist jetzt hier auch gar nicht beim Altar. Sprich, er hat den Wind vielleicht schon gemacht zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier die Schlacht starten, wer weiß. Behalten wir auf jeden Fall im Auge. Irgendwelche Tipps? Zwar scheint es so, als könntest du mit deiner Übermacht einfach voranstürmen, doch bereitet der Gegner am Altar im Süden offenbar etwas vor. Und auch sein Verbündeter Pang Tong unternimmt verdächtige Manöver. Vielleicht ist das ein berechneter Zug, um die taktische Lage dramatisch umzukehren. Vergiss vorerst deine Überlegenheit und kümmere dich um das Geschehen am Altar. Und Pang Tongs Aktion. Ah, Pang Tong ist noch bei uns, na super. Wir wissen ja alle, was der macht. Zaozo, der einst das Land von Norden bis zur Provinz Jing kontrollierte, marschiert nun gegen Wu und seine Truppen in Jiangdong. Seine Gegner waren Sun Quan und Liu Bei, der sich Sun Quan angeschlossen hatte. Ja, Zaozo übernahm die Kraft der Flotte und schwamm über den Jiangyang oder irgendwas stand da. Gut, Alter, wir müssen uns um den Alter kümmern. Also doch nicht diese Burg da einnehmen. Scheinbar nicht. Na komm, wir gehen da jetzt hin, scheiß drauf. Oh, die Schiffe sind gar nicht verbunden. Ich muss ins Wasser. Das kann ein bisschen dauern. Ja, Pang Tong, ey. Er hat die ganzen Schiffe aneinander gekettet, wenn das Feuer ausbricht, dass sie halt sich nicht dann verteilen können. Das Feuer wird dann direkt über die gesamte Flotte sich verbreiten. Das ist halt das Problem dabei. Pang Tong, der alte Verräter, Mann. So was mal hinterhältig. Sie einfach der Way-Armee angeschlossen, eben halt, damit er diesen Plan verfolgen kann. Als zu dem Zeitpunkt vor Chibi gehört Pang Tong keiner Fraktion an.
So, jetzt müssen wir schnell unsere Rivalen besiegen. Und das ist ja der Rivale von Sima Yi, Zhuge Liang. Problem ist, wir haben nur Rennrang 1. Ach, du machst einen Steinschlag. Interessant. Lu Meng ist auch hier. Ach du Scheiße, aber das Schöne ist, wir haben den Steinschlag. Das ist richtig geil jetzt. Die rollen schön den Altar runter. Aber das war's auch schon. Der hält nicht wirklich lange. Gut. Nutzen wir mal den Musou. Der Musou von Sima Yi ist natürlich sehr geil. Weil er auch quasi so Magier ist. Ist auch viel mit einem Eiselement am Start. Auch spätere Renbo-Angriffe thematisieren wirklich das Eiselement. Oh, Lu Meng ist ja schon richtig angeschlagen. Aber wir müssen uns um Zhuge Liang trotzdem lieber kümmern. Weil, wenn wir den nicht rechtzeitig hier vernichten, ja, es laggt ein bisschen. Weil hier verdammt viele Offiziere sind und. Den nicht besiegen, denn beschwört halt den Nordostwind herauf. Das ändert die Windrichtung und dann bricht das Feuer richtig krass auf. Aus und verteilt sich ja eben halt. Über die gesamte Flotte der Wei-Armee, aber darüber müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, denn er ist vernichtet. Nice. Ist noch relativ einfach, die Schlacht. Normalerweise die Schlacht von Chibi ist ein bisschen tricky, gerade bei der Seite der Wei-Armee, aber da wir mit Sima Yi hier gerade anfangen, bei der Schlacht von Chibi, ist nicht so schwer. Ist klar, ne? Ist relativ fair vom Spiel aus. Zhao Xiu hat Jiang Qin besiegt. Nice. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal diese Festung ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist. Weil es dann doch schon ein bisschen lange dauert. Hätte ich lieber den Verbündeten helfen sollen oder eben halt diese andere Festung einnehmen können. Aber egal, ich habe es jetzt gemacht. Stoppen uns wieder unser Pferd. Und dann kann ich aber versuchen, diese Seefestung einzunehmen. Auch wenn die 5 Minuten wahrscheinlich... Ne, die sind noch gar nicht vorbei. Ich meine, mir sind die Bonusziele ja egal, aber... Ja, hat mich jetzt interessiert, ob es überhaupt noch in den 5 Minuten liegt. Weil wer priorisiert schon diese Wasserfestung vor dem Altar? Hier haben wir Zuzi. Komm, den besiegen wir auch gerade. Wenn wir schon hier sind. See, erstes Level. Erste Schlacht. Noch relativ easy. Oh Mann, ey. Am besten keine Dreiecksangriffe machen. Die Dreiecksangriffe sind so schlecht in der 1 Warrior 6. Viel zu viel Lag. Einfach nur dumm. Die Quadrat-Taste die ganze Zeit drücken ist einfach besser, weil die schneller sind, die Angriffe. Leider Gottes ist es so. Gut. Auch wenn wir wahrscheinlich dann das gesamte Rennbuch wieder verlieren, wenn ich jetzt hier diese Wasserfestung einnehme. Das kann halt ein bisschen dauern. Aber wir müssen jetzt erstmal dahin schwimmen. Oh, das ist eingenommen. Müssen wir wieder hier zurückschwimmen. Das ist ein bisschen scheiße. Aber wenn das irgendwie, ja, einen kleinen Sinn erfüllt, diese Festung hier einzunehmen, dann machen wir das doch mal. Aktuell läuft es natürlich noch ganz gut für die Wei-Armee. Weil das Feuer natürlich noch nicht ausgebrochen ist. Wo ist Huang Gai? Das beunruhigt mich ein bisschen. Wir haben zwar Zhuge Liang besiegt, aber ich weiß nicht, ob der Feuerangriff nicht trotzdem funktioniert. Eigentlich, historisch gesehen, wäre es jetzt nicht mehr möglich, weil eben die Windrichtung nicht stimmt. Zhuge Liang war der Einzige, der dazu in der Lage ist, die Windrichtung zu ändern. Den haben wir jetzt aber schon ausgeschaltet. Insofern soll es doch eigentlich nicht mehr funktionieren. Das ist ziemlich wichtig, wenn man die Schlacht von Chibi auf der Seite der Wei-Armee spielt, eben halt diesen Feuerangriff zu verhindern. Weil wenn das Feuer ausbricht, nimmt man manchmal Schaden, wenn man auf den Schiffen ist und die Verbündeten sterben wie Dominosteine am laufenden Bande. Gut, wir haben's. Ja, sogar noch ganz knapp in den 5 Minuten geschafft. Ach, da steht sogar Ziel erreicht. Ja, wie gesagt, ist mir eigentlich egal, aber ich hatte irgendwie Lust drauf, weil wir eben halt diesen Außenposten immer ignoriert hatten. Was waren denn da? Wei, Leute, in so einem kleinen Boot. Guckt euch das an. Was ist das denn? Hat das Boot vom Aldi irgendwie gekauft? Ich meine, die Flotte von Zhao Zhuo ist sowas von riesig. Nur die besten und größten Schiffe. Nur das Beste vom Besten. Nur das Feinste vom Feinsten. Und dann steht da so ein kleines Pissboot, so ein Ruderboot. Das passt echt nicht ins Gesamtbild dieser Wave-Flotte. Was ist das? Gut, Renbu ist gleich wieder weg. Schöne Mechanik. Oh, die Verbündeten sind aber diesmal gar nicht schlecht. Not bad. Ja, im Süden von Chibi habe ich jetzt echt alles geklärt. Das ist ziemlich cool. Jetzt können wir den Verbündeten tatsächlich ein bisschen helfen. Wir müssen nochmal hier drauf. Okay.
Na, wobei, ich hätte auch schwimmen können. Ist ja so ein Steg, aber ich glaube, mit dem Pferd sind wir hier ein bisschen schneller. Auch wenn das Pferd erst Level 2 ist. Jetzt Pangtong übergelaufen, aber ganz im Ernst. Wenn meine Theorie stimmt, dann kann das Feuer nicht ausbrechen. Aber wir haben ja eigentlich den Plan vereitelt. Und es muss stimmen. Wir haben die ganze Zeit uns auch schon verklickert. Ja, geht zum Altar, Altar ist was merkwürdig. Besiege Julian, kam dann. Und wir haben ihn besiegt. Und das relativ fix. Weil ich direkt den Musu und den Steinschlag gecastet habe. Alles dran gesetzt, den Typen schnell in die Pfanne zu hauen. Und das haben wir ja geschafft. Versuchen wir trotzdem Pangto jetzt erstmal schnell noch zu besiegen. Ah, Panzang, verpiss dich. Was machst du hier? Keine Zeit für dich. Jetzt musst du gemacht, damit er mich nicht stört. Ich will einfach nur das Tor hier einnehmen. Bäm, ah, das ist so geil. Der Eisangriff ist so geil. Ja, die Waffe ist eigentlich ganz cool, ne? Aber ich weiß nicht, ob die so wirklich mega gut zu Simmerie passt. Das könnt ihr entscheiden. Ja, das, jetzt macht Pangtong das, obwohl die Windrichtung nicht stimmt. Ja, seht ihr? Das Feuer bricht trotzdem aus. Kann machen, was man will. Das ist ziemlich kacke. Aber gut. Na, die meisten Wu-Offiziere eh schon besiegt sind. Spielt jetzt, glaube ich, keine Rolle mehr, oder? Das ist nur richtig nervig, wenn jetzt noch so viele am Leben wären. Von den Gegnern. Und dann könnten die quasi an beiden Seiten uns direkt überrennen. Na, so ist das eigentlich egal. Ich hoffe, Zauzau hat eine gute Versicherung. Fighting against Wu, especially on the water. Das sehen wir mal. Komm jetzt zu dir, Huangai. Dann gibt's die Abrechnung. Fires are spreading across their hull. Ah, this is a better sight than I had thought. Master Cao Cao, do not think too badly. Ja, aber was hätte es dann mit dem Altar gebracht? Was hätte Zhuge Liang denn noch schlimmer machen können? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Zhuge Liang, das verstehe ich echt nicht, Freunde. Könnt ihr mir das erklären? Das ist doch Mist. Warum gibt es Zhuge Liang und der Altar dann hier, wenn Pangtong das eh alles alleine macht? Ganz merkwürdig. Vor allem, man konnte es ja nicht mal verhindern, weil Pangtong erst freundlich gesinnt war. Oh Mann, ey, der Zhou Yu ist gut. Was heißt, der Zhou Yu ist gut? Die Leutnante sind wieder gut. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, wie nervig diese Leutnante in diesem Spiel sind. Das sind eigentlich die richtigen Gegner. Ja, jetzt, genau jetzt strugglen die Verbündeten natürlich auf einmal. Das ist wieder sehr typisch. Ach so, das ist nur Unteroffizier, der kann. Da bleiben wurde Pfefferwex. Mazong ist hier. Ja, den können wir noch gerade besiegen, aber ich denke, wir sollten dann langsam mal Huangai besiegen, wenn der da auf unseren Schiffen ist und die unsicher macht. Aber gut. Nice. Echt? Sind wir hier ohne Witz? Er hat sich jetzt echt die Waffe von seiner Frau geschnappt in Dynasty Warriors 6. Muss natürlich erwähnen, dass Zhang Shu Nua. Hä, wo ist denn Huangai? Hä? Warum rennt Sun Quan jetzt auch an die Front? Ach, der ist da unten. Pff, dann ignoriere ich den. Ach, der Schaden durch den Feuerangriff war gering, jetzt verstehe ich. Das hat der Altar also gebracht. Ja, ja, klar. Okay, Freunde. Ja, ja. Hätte ich das jetzt nicht, hätte Zhuge Liang nicht besiegt, dann wäre das Feuer noch viel intensiver geworden und wäre noch krasser ausgebrochen. Jetzt verstehe ich das. Okay, das ist okay. Dann war die Kritik nicht berechtigt. Ja, Zhang Shun Hua gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, das wollte ich eben sagen. Die gab es erst, glaube ich, in Dynasty Warriors 8. Aber trotzdem. Ist das quasi die Waffe, die sie Magie hier hatte? Die sie da hat. Gut. Ach, Cheng Miao ist auch hier. Ja, stimmt. Der hat hier rumgeholt. Einer kann meine Macht stoppen. Oder sowas hat er gesagt. Nice. Oh, ich liebe diesen Eisangriff, ne? So gut.
Ja, Simagi macht auch in diesem Spiel viel Spaß zu spielen. Wisst ihr was, ich gehe jetzt eine Abkürzung. Ich werde diese Festung nicht einnehmen. Ich kann die Verbündeten sowieso besser und schneller als ich. Insofern macht das keinen Sinn. Ich werde jetzt folgende Abkürzung nehmen. Ich werde einfach jetzt hier beim Steg runterjumpen. Dann gehen wir ein bisschen baden. Oh, Lee Dean hat gleich ausgedient. Okay. Wir gehen gleich ein bisschen baden und gehen dann immer halt auf der anderen Seite wieder an Land. Und auf der Karte erkennt man ja immer da, wo man hoch kann. An diesen leicht grünen Markierungen. Und hier ist eine grüne Markierung. Da könnt ihr schon in der Ferne sehen, eben halt diese Treppen. Und da kann ich jetzt einfach hoch. Das hat mir einiges an Ärger erspart. Das war eine gute Abkürzung. Gut. Da helfen wir jetzt erstmal den Verbündeten auf unseren Schiffen. Oh, Zuran wurde ausgeschickt. Zuran ist eigentlich immer berühmt für Feuerangriffe, weil da hier eh schon alles brennt. Ist das sowieso egal, als ob der jetzt hier noch mehr anzündet. Das tut er eh nicht. Achso, Quan ist hier aber. Oh. Den will ich jetzt aber noch nicht besiegen. Mensch. Oh, so viel zu tun hier. Wow, sind hier wieder viele Gegner. Komm, wir machen nur einfach den Steinschlag. Auch wenn die Steine hier nicht wirklich ins Rollen kommen. Sie werfen ja auch die Gegner um und füllen wieder meinen Musu gleich ein bisschen auf. Oh, hier ist unendlich Musu 10 Sekunden lang. Das ist geil. Mit der Axis Kriegsgottes die Kombination. Das ist quasi der Schlüssel zum Sieg hier. Vielleicht willst du irgendwann eigentlich noch nicht besiegen. Es gibt noch so viele Offiziere, die wir hier in der Pfanne hauen können. Aber gut. Wenn er mir jetzt hier vor die Flinte läuft und stirbt, dann ist mir das egal. Lufan haben wir hier noch. Komm schon. Stirb, gib an. Yes. Lufan ist down. So, ich versuche jetzt wirklich noch die anderen da zu besiegen, wenn es und wann, wie gesagt, mir nicht vor Flinte läuft. Oh. Er hat einen Musu gemacht oder so. Ja, bevor wir uns jetzt um zum Quan kümmern, möchte ich dann doch lieber erstmal da unten hin. In die Festung, in die Südfestung, die wir ja schon mal erobert haben und die die Gegner schon wieder zurückerobert hatten. Da müsste Huan Gai nicht noch sein, weil die habe ich jetzt hier nicht entdecken können. Wir haben so viele jetzt besiegt, von Zuquans Unteroffizier und auch Sufai, der da auch war. War auch mal einer von den Yubiaos-Leuten, aber der hat sich dann mit Ganning eben halt Wu angeschlossen. Und jetzt haben wir ihn hier als Gegner gehabt. Ja, hier ist Huan Gai. Okay. Bring it on! Jo, mach ich mal, ne? Heilige Scheiße, hat er eine riesige Leiste. Was ist denn los mit dem? Und Lee Dean hat doch noch nicht ausgedient. Das ist cool. Er ist noch hier. Die ganze Zeit durchgehalten. Nice. Oh mein Gott. Warum ist er so gut? Ja, dafür, dass es die erste Schlacht ist, ist es natürlich ziemlich heftig. Aber ist ja auch die Schlacht von Chibi, was erwarten wir da? Ist eigentlich sonst noch schwerer. Nee, ganz im Ernst. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Jetzt kommt wieder Leutnant. Ach, ich weiß, wie ich ihn besiegen kann. Ihr wisst es auch, ne? Mit der Musu-Strategie. Das ist sowieso das Steckenpferd von Sima Yi. Einfach die Musu-Angriffe. So, let's go. Ja, das sehe ich schon. Das reicht voll und ganz. Ja. Nice. Damit haben wir eine Knie gezwungen. Jetzt muss ich nur zusehen, wie ich wieder Leben bekomme. Am besten, wir erobern nochmal die Festung hier zurück. Dann liegt ja immer in der Mitte Leben. Das werde ich mir dann schnappen. Das müsste ja... Ja, genau, es müssen 200 sein. Meistens sind es halt immer 200. Hat Lee Dean jetzt doch ausgedient? Ich sehe den hier gar nicht. Der war auch in der Festung. Nee. Der sich verpisst! Der Feigling! Hat sie einfach aus dem Staub gemacht. Aber in der Zwischenzeit haben die Verbündeten schon das Hauptquartier der Alliierten eingenommen. Das ist interessant. Ich sag ja, im Einnehmen sind die wirklich gut. So. Den Rückweg von Sun Quan schneide ich jetzt auch ab, indem ich hier das betätige. Dann fährt das Schiff nehme ich jetzt woanders hin. Ach so! Oh mein Gott, jetzt komme ich aber auch nicht dahin. Oh, ich bin so dumm. Oh mein Gott. Gut gedacht, schlecht gemacht. Kann ich denn nicht hier irgendwo hochklettern oder so an den Schiffen? Das müsste doch eigentlich gehen. Aber es geht nicht, ne? Nee, man kommt hier nicht hoch. Oh nein, das war so dumm.
Oh mein Gott, sorry. Das ist ja scheiße. Ich dachte echt... Oh mein Gott, ich dachte echt, dass... Ach, nö. Ja, das war fail. Das war richtig fail, Mann. Jetzt sterben auch alle Verbündeten. Ja, super. Ja, whatever. Jetzt muss ich diesen Umweg gehen und habe da auch kein Rembo mehr. Das war wieder eine Meisterleistung von mir. Richtig gut. Kann wieder stolz auf mich sein. Oh mein Gott, kann man nur so doof sein wie ich. Ach, die haben auch so ein schönes, niedliches Ruderboot. Cool. Ja. Warum kurze Wege, wenn man um den Wege nehmen kann, oder? Alle Wege führen nach oben. Auch das blinde Huhn findet mal das Korn. Heilige Scheiße. Jetzt könnte ich ja nochmal das Betätigen, dann führt uns dieses Schiff direkt zu Gott. Aber nee. Ich habe jetzt genug von diesem. Ja, von diesem Mechanismus. Will es erstmal nicht mehr sehen. Nach dieser Aktion. Na, machen wir es halt mit Rennbogen 1. Der Musu ist eh nur das Wichtigste. Gut. Hier ist noch Handang, glaube ich. Handang, schön. Hier haben wir so ein Quan. Ach so, und das ist der Dicke, ist hier wahrscheinlich Handang. Ja. He's dead. Oh, so ein Quan hat auch noch viel Leben. Holy shit. Er hat noch richtig viel. Och, und ein Leutnant ist wieder da. Die sind stärker als Sun Quan selbst. Das ist das Traurige. Ich hasse es, wie overpowered diese Leutnante einfach in diesem Spiel sind. Die dürften gar nicht stark sein, aber sie sind es. Sie sind genauso stark wie Offiziere. Und die meisten Offiziere haben dann immer zwei Leutnante dabei. Es ist quasi so, dass du dann immer gegen drei Offiziere dann gleichzeitig kämpfst. Das ist doch Mist. Das ist doch wirklich Mist. Das mag ich überhaupt nicht. Das erhöht den Schwierigkeitsgrad einfach nur ins Unermessliche. Und ich glaube nicht, dass die Entwickler damit gerechnet haben, dass es dann wirklich so heftig abgeht. Es ist viel zu oft so, dass da zwei Leutnante den gegnerischen Offizieren noch helfen. Aber der war relativ schnell down. Das hat mich jetzt überrascht. Klar, erste Level und so, aber... Soll mir recht sein. Diese Endpose, die ist voll geil, irgendwie. Von Simagi. Well done, Sima Yi. I see that your abilities extend even onto the fields of battle. I'm very impressed by that. Had it been possible, I would have preferred to do my planning from the rear looking at maps. Instead, I used another approach, since some think with their swords, not their heads. Even they have their uses. That was not the reason that this victory was bought at such a cost. Our opponents fought well. Too well. You were very close to the battle. Did you not find that to be the case? Too well? Indeed. Yes, I can only conclude that whoever planned this has exceptional talent. So tell me, do you still find this chaotic world of ours to be dull? The one behind Liu Bei, the great Zhuge Liang. What other tricks do you have in store? Er wusste schon ganz genau, wer dahinter steckt, wenn der Zhuge Liang jetzt erwähnt. Oh, jetzt darfst du das vielleicht nur nicht verraten, keine Ahnung. Oh ne, weg damit, Berserker. Und nur so wenig Angriffskraft, alles weg. Alles scheiße. Hat jetzt das Feuerelement bekommen, unser weißes Pferd. Coole Sache. Mutiger Tiger, ausgebildet. Ja, ich glaube nicht, dass das ist. Wo haben wir denn diese Magie? Mensch, wo haben wir ihn? Da ganz oben. Ha! Okay. Oh mein Gott. Wie das wo weitergeht, wir erfahren es im nächsten Part. Es geht auf jeden Fall weiter mit dem Bergding Jun. Schon, ey.
Die zweite Schlacht ist schon der Bergding schon. Das ist ziemlich amüsant. Das ist wirklich eine der letzten Schlachten. Gut. Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr uns die Gegner vorbeisehen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Und danke fürs Ansehen. Macht's gut, 3.